Ja, es ist natürlich eine schöne Erinnerung daran, das ist klar. Dass wir am letzten Spieltag damals dann unsere erfolgreiche Mission dann wirklich auch zugemacht haben und zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht haben. Deswegen ist das Spiel in guter Erinnerung natürlich. Hilft uns jetzt aber natürlich für morgen auch nicht viel. Für Samstag dann nicht viel, sondern wir müssen da total auf der Hut sein wieder gegen diesen Gegner, der sich jetzt in den letzten Wochen deutlich stabilisiert hat, auch gute Ergebnisse eingefahren hat. Deswegen sage ich, waren die Leistungen insgesamt okay und vor allen Dingen auch in den Heimspielen gut. Es gibt uns natürlich eine gewisse Sicherheit, ja, dass wir vorwärts kommen, dass wir da stabiler werden in der Richtung. Und natürlich ist jetzt Wolfsburg auch nochmal ein gutes Kaliber, ja, die sich jetzt einfach auch gut präsentieren und die jetzt hier zu bespielen, ist auch nochmal eine Herausforderung, da auch gegen so einen Gegner dann nochmal standzuhalten. Auch wenn man das gegen vielleicht eine übermächtige Mannschaft wie Hoffenheim auch gut gemacht haben, ist es jetzt aber trotzdem wieder ein anderes Spiel und wir müssen uns wieder neu da aufstellen. Und ja, es wird sicherlich eine Hürde werden, aber wir sind auch zuversichtlich, dass wir mit einer guten Leistungen mit einer beherzten Leistung auch von uns auch es schaffen können, in dem Spiel auch die 3 Punkte hier zu behalten. Ich weiß nicht, auf was der Kollege dahin spekuliert. Ich kenne seine Gedanken da nicht näher. Wir wollen ein gutes Spiel abliefern von unserer Seite und dazu gehört natürlich schon auch eine gute Defensive. Das ist keine Frage. Es ist sicherlich so, dass man ja natürlich immer die Gegner jeweils analysiert und ich glaube schon auch, dass viele Mannschaften denken, dass sie, wenn sie hier gegen uns spielen, dass sie dann, das ist ja oftmals dann auch der Fall, den langen Ball bevorzugen, um vielleicht in Pressing-Situationen zu überspielen. Aber es ist ja nicht so, dass wir in jedem Spiel hoch anlaufen, sondern unsere Anlaufhöhe zum Beispiel auch variiert. Deswegen kann man nicht einfach blind davon ausgehen, dass wir so oder so spielen. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass der gegnerische Trainer vielleicht auf diese Sachen eingeht. Zunächst einmal hätten wir alle den Wunsch gehabt, dass es dann so nahtlos weitergeht in der neuen Saison. Er hat aber dann am Anfang ein paar Einsätze auch gehabt, aber seine Leistung noch nicht so stabilisieren können. Ich finde aber, dass er jetzt seit Wochen in aufstrebenden Form ist, auch wirklich richtig gut trainiert und da auch seine Einsätze jetzt auch wieder bekommen hat und das auch dann gut gemacht hat, wenn er reinkam. Zwar nur zuletzt halt kränklicherweise ausgefallen. Er wird aber wieder zum Kader stoßen und ist, finde ich, aktuell auf einem guten Weg. Es gibt nur ein Spiel fürs nächste, ein Ziel fürs nächste Spiel und das ist, dass wir die 3 Punkte machen wollen hier zu Hause. Und dann schauen wir wieder auf die nächsten Partien. Aber es ist sehr erfreulich. Ich hatte diese Woche, Anfang der Woche, 23 Mann auf dem Platz. Ich glaube, das war das letzte Mal, glaube ich, zum Trainingsstart der Fall. Und das zeigt also, dass die Mannschaft in einer wirklich guten Verfassung ist. Wir gute Möglichkeiten haben, auch durchzuwechseln auf den ein oder anderen Positionen, was jetzt nach dem letzten Spiel nicht unbedingt notwendig ist, weil wir jetzt auch genug Zeit hatten bis zum nächsten Spiel. Aber es ist auf jeden Fall jetzt eine gute Ausgangsposition für die nächsten 3 Spiele und die sollten wir auch nutzen und auch clever nutzen, sodass wir immer mit bestmöglichstem Power auch spielen können.